WTF-OMG BBQ fragt PietSmiet. Habt ihr einen Lieblingsplattformer? Zumindest von dem Content, den ich selber gucke, an Videos, Super Mario Maker 2. Das ist natürlich auch ein Baukastenspiel, das ist mir durchaus bewusst, aber ist auch eigentlich ein Plattformer und deswegen geil. Nein. Plattformer sind für mich Hüpfspiele und Hüpfspiele... Nee. Plattformer, Lieblingsplattformer, ja, also ich gehe jetzt mal, wenn ich das jetzt, also vielleicht interpretiere ich die Frage auch falsch, es geht darum, was ist mein Lieblingsspiel auf der PC, auf der Playstation, auf Xbox oder auf der Switch, ja. Lieblingsplattformer Switch ist Pokémon, Xbox Forza und Playstation... Obwohl ich es noch nicht durchgespielt hatte, weil, weiß ich nicht. Doch, God of War. God of War definitiv. Nicht, ich hatte kurz an ja, Ellie und Dingens hier, The Last of Us gedacht, aber nee, God of War it is. Hoffe, ich habe das jetzt richtig verstanden. PC ist, das ändert sich immer. So, kannst du nicht sagen. Tarkov ist für mich aktuell... Wahrscheinlich so mit der beste Plattformer, den es halt nur auf PC, glaube ich, gibt. Wenn ich mich noch recht erinnere. Also dann sowas, meinetwegen. Also Super Mario World ist ja so eine Klassiker-Antwort. Super Mario World ist ja einfach All-Time-Ding. Ich weiß nicht, ob Dead Cells als Plattformer zählt. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Falls zählt, würde ich auch Dead Cells dazu nehmen. Oder ansonsten Ori and the Blind Forest. Geht so, da ich Plattformer jetzt auch nicht übelst krass abfeiere. Also Super Mario ist halt cool. Habe ich damals sehr, sehr viel gespielt. Aber ich weiß nicht, ob es zählt. Nee, zählt eigentlich nicht. Nee, zählt glaube ich eigentlich nicht. Prince of Persia fand ich damals noch geil. Weiß nicht, ob das aber... Ist das ein Plattformer? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, aber sonst Super Mario. Und sowas wie Super Meat Boy war halt auch irgendwie geil. Aber so richtig... Warm mit dem Genre bin ich nicht.